Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und ich stehe hier im Garten und an unserer Steinwand hat sich hier die wunderbare, prachtvolle Blüte der Passionsblume geöffnet. Und sie öffnet sich immer nur einen Tag, da sieht man mal, wie verschwenderisch die Natur ist, ja? So ein Kunstwerk nur für einen Tag zur Verfügung zu stellen. Und zwar uns Menschen und auch den Tierchen, wie man sieht. Und ihr seht hier, alles an dieser Blüte ist auf Kreis ausgerichtet, also auf eine Kreisform. Und der Kreis, sagt man, ist ja die harmonischste Form, die es gibt. Also es gibt nichts Harmonischeres als den Kreis. Und die Passionsblume wird auch als bedeutende Symbolpflanze für das Leid Christi betrachtet. Und zwar seht ihr hier die Staubbeutel. Hier in Gelb Staubbeutel und Staubfaden. 1, 2, 3, 4, 5 müssten es sein. Ja, genau. 5 Stück. Die stehen für die 5 Wundmäler von Jesus am Kreuz. Und Griffel mit Narbe haben wir die braunen hier. 1, 2, 3 stehen für die Nägel am Kreuz. Ah, da kommt schon wieder ein Besucher. Ihr seht. Die Tiere erfreuen sich sehr an dieser wunderschönen Blüte. Also das ist ein echtes Kunstwerk. Und ja, wofür wird sie eingesetzt, diese besondere Heilpflanze? Man kann sich vorstellen, ganz besonders für die innere Harmonie, für den ureigenen inneren Ton. Und sie hat also dadurch auch einen Bezug zum Herzen. Das heißt, wenn man, wenn einen Sorgen aufwühlen und man spürt Druck oder Stiche im Brustbereich, ja, dann ist die Passionsblume die Blume der Wahl. Allgemein auch bei Einschlafstörungen, ja, wenn einen Gedanken quälen, die einen einfach nicht zur Ruhe kommen lassen, dann ist die Passionsblume die Blume, die Heilpflanze der Wahl. Ja, wenn ich zum Beispiel empfinde, dass mich Sorgen aufwühlen oder ich nicht im Einklang bin mit mir, weil ich entweder viele Sorgen, Ängste oder Zweifel habe oder keine schönen Erlebnisse hatte, ja, dann bringt die Passionsblume mir wieder diese innere Ruhe zurück. Sie hilft auch sehr gut, wenn man unter verspannter Muskulatur leidet, denn wenn wir Sorgen haben oder Ängste, dann gehen wir ja automatisch in eine Schonhaltung und dadurch verspannen sich die Muskeln. Ja. Also das ist eigentlich ein ganz natürliche Reaktion auf unser Gefühlsempfinden. Und auch hier würde sich die Einnahme eines Passionsblumentees oder einer Urtinktur aus der Passionsblume sehr gut eignen. Also, sie ist ein wirkliches Kunstwerk, wie man sieht. Schaut mal, unglaublich, ja, unglaublich. Und diese Nebenkrone, also diese Fädchen hier, diese lila Fädchen, ja, die führen dann auch wieder nach innen zu mehr Ruhe. Also hier außen weisen sie eher so etwas, was Zittriges, Nervöses auf hier
und nach innen beruhigt sich das dann, ja? Also das ist nur mal so die Signatur der Heilpflanze. Das wollte ich euch gerne oder wollte ich gerne mit euch teilen, meine Lieben. Ja, ich freue mich über Kommentare von euch und über vielleicht den Daumen hoch oder ein Abo. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, meine Lieben, und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Servus.